Hallo, ich werde oft gefragt, was ist eigentlich ein echter Windschuhmeister oder anders formuliert, was macht jemanden zu einem wirklichen Meister? Ich möchte versuchen, diese Frage zu beantworten, dabei gibt es mehrere Aspekte, die Frage ist gar nicht ganz leicht zu beantworten, aber wir können mal relativ einfach beginnen. Wenn wir uns das deutsche Wort anschauen, Meister, dann steckt ja hier schon drinnen, etwas zu meistern und das ist auch hier ein ganz wichtiger Aspekt. Was bedeutet etwas zu meistern? Um etwas zu meistern, muss ich irgendeine Sache einmal überhaupt vollständig erlernt haben. Das ist einmal Grundvoraussetzung, um eine Sache gemeistert zu haben. Das ist im Windschuh nicht anders. Was bedeutet vollständig? Auch das ist eigentlich relativ klar definiert, wenn wir uns Windschuh anschauen, vor allem Windschuh-Stilrichtungen, die auf Großmeister Yipman zurückgehen, wissen wir zumindest im Groben, was dieses ganze System umfasst. Das mag sich dann natürlich noch von Schule zu Schule variieren, aber im Wesentlichen wissen wir, es gibt die drei Faustformen, Silim Dao, Cham Kyu Bilchi, es gibt die Form an der Holzpuppe, es gibt die Langstockform, Lok Dimbo Kwan und es gibt die Schmetterlingsmesserform, Bat Cham Do. Und wenn sozusagen all diese Formen erlernt worden sind, dann können wir sagen, gut, ist einmal sozusagen alles erlernt, aber auch da die Frage ist, was heißt erlernt? Es reicht freilich nicht aus, wenn ich jetzt eine dieser Formen nur einmal nur gesehen habe oder in einem Kurs mal irgendwo mitgemacht habe oder ein Seminar besucht habe und das war's, sondern eben wirklich in der Tiefe all diese Formen mit allen Details und allen Hintergründen, die dahinter stecken, wenn ich das alles einmal erlernt habe. Dann sozusagen hätte ich es vollständig gelernt. Das ist sozusagen die erste Grundvoraussetzung, um etwas gemeistert zu haben. Es kommt aber jetzt noch ein Aspekt dazu, wenn wir wirklich von einem Windschuhmeister oder einer Meisterin sprechen, den wir vielleicht nicht erwarten oder bei uns im Westen im ersten Moment nicht so auf dem Schirm haben. Ich bin ja eigentlich studierter Jurist, ja, ich habe ja einen Doktor gemacht in dem Bereich und im römischen Recht gibt es einen Grundsatz, der heißt Nemo plus jure transfere potest quam ipse habet. Was bedeutet das und was hat das mit Windschuhmeistern zu tun? Mehr als man denkt. Das bedeutet übersetzt, niemand kann mehr Recht übertragen, als er oder sie selbst hat. Juristisch betrachtet bedeutet das, wenn jemand einen Gegenstand beispielsweise verkauft und der Gegenstand hat dieser Person gar nicht gehört, dann kann auch die andere Person niemals Eigentum an der Sache erwerben, weil der Verkäufer hatte gar kein Eigentumsrecht, deswegen kann er auch kein Eigentumsrecht übertragen. Vielleicht ahnt ihr schon, was das mit Windschuh zu tun hat. In chinesischen Kampfkünsten spielt immer, oder generell in der chinesischen Tradition, spielt immer die Übertragungslinie eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist wie eine Erbfolge. Also es geht wirklich darum, kann ich oder kann ein Meister eben diese Übertragung zurückverfolgen bis zum Ursprung, bis zur legendären Gründerin des Stils. Und das ist die wichtige Frage. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist eben diese Übertragungslinie nicht gegeben und dann kann diese Person streng genommen auch kein Windschuhmeister oder Windschuhmeisterin sein. Das bedeutet, noch einmal, ich versuche das noch einmal genau zu erklären, wenn bei meinem Lehrer oder Lehrerin, aber ich gehe jetzt mal von der männlichen Form aus, meinem Lehrer, dessen Lehrer oder irgendeinem davor sozusagen jetzt hier in dieser Folge, eine der vorher genannten Voraussetzungen nicht gegeben ist, dann kann ich der beste Kampfkünstler der Welt sein, kann die Windschuhformel vielleicht großartig beherrschen, bin aber streng genommen kein Windschuhmeister, weil diese Übertragung vom Ursprung dann bis zu meiner Person nicht gegeben ist. Und das ist eben noch einmal wie eine Erbfolge. Ich kann eben nur dann sagen, ich stamme von irgendeiner bestimmten Person ab, wenn wirklich unzweifelhaft eben hier diese Erbfolge von Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter wirklich durchgeht. Und das ist eben auch im Windschuh entscheidend und das ist eben ein Punkt, der im Westen eben oft übersehen wird. Also, wenn eine Person sozusagen sich als Windschuhmeister oder Meisterin bezeichnet, können wir noch einmal zusammenfassen, gibt es einmal zwei wesentliche Grundvoraussetzungen. Erstens, die Person muss wirklich das gesamte Windschuh-System erlernt und nicht nur erlernt, sondern eben gemeistert haben. Und zweitens, und deswegen ist es sehr, sehr interessant, sich immer
den Stammbaum anzuschauen von verschiedenen Meistern oder sogenannten Meistern, weil eben hier die Frage ist, ist es tatsächlich so, dass der unzweifelhaft zurückverfolgbar ist und ist es wirklich so, dass auch dessen Lehrer und der Lehrer des Lehrers und so weiter wirklich auch eben das ganze System vollständig erlernt haben. Und ein letzter ganz wichtiger Hinweis ist auch nur, bin ich so quasi ein selbsternannter Windschunk-Meister oder ist es so, dass wiederum mein Meister, der eben, wie schon erklärt, unzweifelhaft in dieser Übertragungslinie stehen muss, das auch so sieht, ja? Und eben dann auch seinen Schüler auch tatsächlich beispielsweise vor anderen auch wirklich als Meister bezeichnet. Auch das ist noch ein ganz wichtiges Indiz. Bin ich jemand, der sozusagen einfach von sich aus sagt, so, ich beschließe, ich bin jetzt Meister, oder ist das eben auch tatsächlich von dann dem jeweiligen Meister davor eben entsprechend übertragen. Sind, denke ich mir, ganz interessante Punkte, die auch einen tiefen Einblick eben ins chinesische Denken liefern. Und das kann man mal einfach so mitnehmen. Das wäre eigentlich die Voraussetzung, um wirklich von einem Windschungmeister oder einer Meisterin zu sprechen. Wenn du generell Interesse an Windschung hast, in diesem Kanal findest du ganz, 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 ganz viele Videos über Windschung. Es werden laufend mehr. Würde mich freuen. Vielleicht magst du den Kanal ja abonnieren. Dann sehen wir uns bald bei einem der weiteren Videos sicher wieder.